Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich den Kamikara Pure Cane Juice Rum 18 Jahre. Wer jetzt denkt, Kamikara, ja, wieder mal so ein karibischer Rum, weit gefehlt. Es ist nämlich ein indischer Rum. Und wer sich noch erinnern kann, letzte Woche hatten wir den passenden Whisky dazu und der kam eben auch aus der Piccadilly Distillery in Nordindien. Das war die Region Haryana und die, habe ich euch erzählt, macht 4 Millionen Liter Spirit pro Jahr und Brennblasen nach schottischem Vorbild, 3 Wash, 3 Spirit Stills, und die machen eben auch Rum. Also in diesen 4 Millionen Litern ist auch Rum mit dabei. Diese schönen kleinen Säckchen. Fühlt sich gut an. Also das Säckchen, glaube ich, kann man nachher auch nochmal weiterverwenden. Also gutes Marketing, wenn man das dann noch weiterverwendet. First Indian Pure Cane Juice. Also das ist jetzt, sie nennen es Pure Cane Juice. Man kennt so aus aus den Leuten in der Karibik, von den Franzosen kennt man es dann von dem Agricole, das ist dann der aus dem Zuckerrohr Saft gepresst wurde. Man hat ja normalerweise, hat man ja Melasse für den normalen Standard Rum und der gute Rum ist aus dem Zuckerrohr Saft. Gibt es aber auch große Diskussionen, ob nicht vielleicht die Melasse besser ist. Melasse hat weniger Zucker, mehr Geschmacksstoffe, dass der Rum ein Stückchen würziger wird. Also Melasse Rums sind tendenziell durch die Melasse ein bisschen würziger, wobei sich die Leute mit dem Sugarcane Juice, die geben sich tendenziell ein Stückchen mehr Mühe, weil ja, Sugarcane Juice, muss man sagen, ist teurer. Und ja, wenn man dann schon mit teuren Zutaten anfängt, gibt sich die Brennerei meistens etwas mehr Mühe. Es ist ein 8-Jähriger, also er trägt ein Age-Statement. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht direkt in die Gesetzgebung von Indien reingeschaut, was jetzt hier draufstehen muss, darf, kann für indischen Whisky. Wie manche Länder, also manche Rums haben da so 8 Jahre und dann muss da bis zu 8-Jähriger drin sein. Nicht so wie beim Schottischen, wo Minimum 8 drin ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, 8 Jahre wird man schon von einem anderen unterscheiden können. Und er ist ohne Kühlfiltrierung und frei von Zusätzen, sagen sie. Also gehen wir davon aus, dass sie da Farbstoff meinen. Beim Rum sagt man eher frei von Zusätzen, da viele Rums auch noch Aroma drin haben. Also irgendwo entweder noch Zucker nachgeschüttet oder sonstige Geschichte. Es ist auch definitiv ein Rum und keine Spirituose auf Rumbasis. Spirituose auf Rumbasis sind die, ja, stärker gezuckert sind oder eben auch anderes Zeug drin haben. Also es ist wirklich ein, ja, wie sie sagen, Pure Cane Juice. Also sie machen das Produkt natürlich und auch sehr, sehr, ja, mit sehr, sehr viel Bedacht. Gegründet 2012, also sie haben auch 8-jähriges Zeug. Und sie haben sogar gesagt, in was sie reifen? In American Oak Barrels. Also da weiß man natürlich nicht ganz, ist das frisches Eichenholz oder ist das Ex-Bourbon? Ich gehe davon aus, Ex-Bourbon. Einfach, weil der Whisky, den ich hatte, der war auch, hat sich sehr tropisch gelagert angefühlt. Und wenn man jetzt hier auch so einen Zuckerrohrsaft in einem frischen Fass lagern würde, wäre es auch zu heftig für diesen Rum. Eins habe ich noch, Kamikara. Das ist auch wieder Sanskrit und bedeutet, was war das? Hatte ich es mir vorher... ich glaube, Saft der Götter oder irgendwie so, solche Geschichten. Ach, haben sie hier doch drauf geschrieben, das hatte ich vorher recherchiert. Das habe ich wieder vergessen. Also es ist auch wieder ein altindischer, ehrwürdiger Begriff, der halt, ja, in die indische Mythologie geht, aber jetzt nicht so viel Background hat wie der Whisky. Ah, hier haben wir es. Kamikara, Sanskrit bedeutet flüssiges Gold, sowas. Mhm, genau. Oh ja. Oh, okay. Also es ist ein Rum, wie er lebt und lebt. Also er erinnert wirklich so Rumkugeln und Rumaroma von der Oma. Also so ein typischer Stereotype Rumaroma mit ganz viel Vanille. Ja, aber dieses Rumbackaroma läuft komplett mit
daran erinnert es wahnsinnig. Also auch so ein bisschen, ja, vielleicht assoziativ dann mit Plätzchen bei mir. Also es ist schon ein süßer, vanilliger, karamelliger, na, Saft, ja. Also, okay. Ich sehe schon, das hier ist ein kräftig, heftig tropisch gelagerter. Also der kann sicher mit den karibisch gelagerten mithalten vom Geruch her. Probiere ich mal. 42,8%. Wow, für 42 auch sehr, sehr intensiv. Auch hier dieses Rumaroma, Rumbackaroma. Es erinnert so stark an Rumkugeln, die ich probiert habe. Auch so ein bisschen so Honig, Ingwer ist ein bisschen mit dabei. Jetzt wenn kommt auch ein bisschen was Würziges rüber, aber immer noch süß, 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 auch schon babbig süß. Also für alle draußen, die viel beim Scotch und Single Malt sind, vergleichbar mit einem Bourbon. Von der Süße her vergleichbar mit einem Bourbon, also und auch ja, vergleichbar mit so einer richtig heftigen PX Sherry Bombe, aber dann halt nicht so fruchtig, sondern eher eben so Backaromen und Plätzchen und Rumkugeln, Plätzchen. Das ist hier wirklich das ist der Tenor. So ein bisschen fruchtig, wenn man es ein bisschen argumentieren könnte, ja, würde ich sagen, ein bisschen Banane. Aber dann auch definitiv die ganz, ganz schwarze Banane. Habe ich vorher bei einem Kollegen am Schreibtisch einen gesehen schon. Und vielleicht sogar ein bisschen vergorene Banane schon. Also, ja, aber schön gemacht. Also hätte ich nicht gedacht, so aus dem Stand von den Indern. So ein, ja, Premium-Produkt. Also ich hatte diese Piccadilly Distillery, hatte ich nicht auf dem Schirm. Also ich war ja, wann war ich denn? 2017 war ich in Indien. Da war die auch schon 5 Jahre offen, aber hatte noch nichts rausgebracht. Deswegen hatte ich die noch nicht auf dem Schirm. Ja, wäre ich gerne hingefahren, obwohl das halt so ist, wie wenn ich jetzt hier aus Südbayern sage, ich würde gerne nach Oslo fahren. Ist ja im gleichen Land, ist ja direkt um die Ecke. Ja, Indien ist riesig. Oh, wahnsinnig schönes Teil, aber mein Ding an euch, ihr müsst es wirklich süß mögen. Definitiv ein süßer, weihnachtlicher Plätzchen-Rum, Kollege. Das gibt er satt. Wem es gefallen hat, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es ihn zurzeit für 38,90 zu kaufen in Deutschland. In Österreich wird er nachher wahrscheinlich ein bisschen vom Preis abweichen, aber nicht viel. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.